meine lieben Puschels, das hier ist der zweite Teil, anknüpfend an das Video davor, in dem ich die typische Karnevalsschminke getestet habe und mal verglichen mit unserer Push-on-Bunny-Painting-Farbe. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich mir die Arme voll gemalt habe und einfach mal verglichen habe, wie denn die Deckqualität ist und auch einen Wischtest gemacht. Jetzt kommen wir aber mal zum Schminktest, wie sich das Ganze im Vergleich hält, wenn man wirklich damit etwas schminkt, wie krass der Unterschied tatsächlich sein kann. Ja, ich werde jetzt mit den Karnevalsfarben mich einmal zur Hälfte schminken und dann mich einmal direkt im Vergleich mit unseren Push-Art-Bunny-Painting-Farben, so dass ihr gleich geswitcht auf dem Bildschirm sehen könnt, wie groß denn der Unterschied ist. Um euch einfach nochmal zu verdeutlichen, Leute, Qualität der Materialien ist alles, glaubt mir. Und das hat auch nicht immer was mit dem Preis zu tun, sondern manchmal liegt der Preisunterschied echt bei 1, 2, 3 Euro. Ist vielleicht sogar gleich oder günstiger. Von daher, ja, würde ich jetzt gleich einfach mal starten. Und zum Schluss werde ich mich dann noch als dieses wunderbare Kind schminken. Ihr erinnert euch. Und was man letztes Mal gar nicht gesehen hat, was mir später aufgefallen ist. Guckt euch mal bitte diese Hände an. Das hat einfach Luftballons als Kostüm an seinen Händen. Wie scheiße ist das bitte? Oh mein Gott, ja, das wird richtig lustig. Also bleibt unbedingt dran. Alles klar, dann starte ich mal mit diesen wunderbaren Spacko-Stiften hier. Ihr erinnert euch aus dem letzten Video, wer es nicht gesehen hat, unten mal in die Infobox klicken. So, und da werde ich jetzt mal mein Gesicht abteilen. Ich habe mir überlegt, ich mache das typische Skelett, man kennt es, das kriege ich innerhalb von 10 Minuten hin, das ist relativ schnell. Ich muss das Zeug ja auch wieder abwaschen, weil ich ganz schön Angst habe, dass ich davon Ausschlag kriege, denn bei der Fettschminke hatte ich tatsächlich leichte rote Punkte. Also Leute, die gegen Karnevalsschminke allergisch sind und schnell Ausschlag kriegen, macht euch keine Sorgen, dass was mit euch falsch ist. Ich glaube, es liegt an der Farbe, denn es haben mir so viele geschrieben, dass irgendwie da anscheinend aufkommt, dass jeder zweite allergisch gegen diese Karnevalsschminken ist. Ich bin eigentlich, was meine Haut angeht, gegen keine Produkte allergisch, weder gegen irgendwelche Parfüms oder Cremes oder sonstiges. Aber bei der Fettschminke habe ich tatsächlich so kleine rote Pünktchen gehabt. Von daher, ja, werde ich mich jetzt ganz schnell schminken und das ganz schnell wieder abschminken, damit ich nicht sterbe. Okay, dann starten wir mal. Und zwar mache ich hier diese typischen... Boah, Leute, ich kriege jetzt schon zu viel, ne? Ich kriege jetzt schon zu viel. Ich versuche mir echt Mühe zu geben. Ich kriege das hin, okay? Das Problem ist einfach, dass man nicht vernünftig dünn damit malen kann. Das ist richtig nervig. Okay, wir mussten auch schon tausendmal drüber. Nice. So, ich habe jetzt mit dem Stift hier die Außenlinien schon mal abgemalt und jetzt seht ihr gleich mal getrennt, entweder auf der oder auf der Seite, ich weiß nicht, wie es geschnitten ist, den Vergleich zu unseren Push-Up-Bodypainting-Farben. Ja, da sieht man auf jeden Fall da schon den Unterschied und ich muss sagen, ich bin gerade schon ein bisschen ausgerastet, weil man mal wieder 1000 Millionen Mal darüber gehen musste. Es dauert einfach viel länger als mit unseren Farben und es wird einfach nicht so genau. Also ich habe echt schon versucht, immer so ganz leicht drüber zu gehen, aber eigentlich malt dieser Stift nur so dicke Striche. Ich meine, ich kann ja Skelette gut und relativ schnell, aber trotzdem war es jetzt echt eine Odyssee, das hier einigermaßen dünn hinzukriegen, was ja schon fast unmöglich war, gerade bei diesen Punkten. Also ich habe zwischendurch auch einmal versucht, so den so ein bisschen anzuspitzen, was aber nicht funktioniert, weil dann wird der schmieriger. Und es haben mir ja auch ein paar Leute geschrieben, ich soll diese Stifte mal in Wasser halten oder dass das mit Wasser besser funktioniert. Aber ich meine, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen letztes Mal, weil die einfach so Wachsmalstiftartig sind, dass einem vorher eigentlich schon klar ist, dass das mit Wasser nicht funktionieren wird. Aber ich zeige euch das gerne hier nochmal. Ein bisschen Wasser. Und wenn ich dann mit dem Stift drüber gehe, es wird eigentlich nur schlimmer mit Wasser. Also, Leute, es lag nicht daran, dass ich die falsch benutzt habe. Hier ohne zermalen sie sogar besser als mit Wasser. Also, daran lag es nicht. Steht auch nicht auf der Verpackung, dass man die mit Wasser benutzen soll. Deswegen, ja, die haben halt so eine Wachskonsistenz. Naja, zum nächsten Schritt. Jetzt werde ich einmal die Augen hier schön schwarz malen und dann die Zwischenstücke weiß. Ach ja, und los geht's. Ein anderes Schwarz als das hier habe ich ja nicht. Deswegen, ja, kann ich das jetzt schön hier mit ausmalen. Yeah, 1 Million Mal rüber. Coolio. Es macht einfach keinen Spaß. Ich kriege nur einfach. Wie einfach mein Eyeliner dunkler ist als dieses Schwarz.
So, jetzt einmal der Schwarzvergleich. Wow, super, schwarz geworden. Mein Eyeliner ist einfach schwärzer als dieses Schwarz. Und hier ist es schon die ganze Zeit wieder verschmiert. Guckt euch das mal bitte an, während ich hier male. Sind meine Hände einfach schon wieder voll. Ja, dann nehme ich jetzt einmal für mein Gesicht diese Wasserfarbe hier und hier unten für den Hals nehme ich die Fettschminke, weil ich wollte sie jetzt auch ins Painting einarbeiten, aber da ich ja so einen leichten Ausschlag von dieser Farbe gekriegt habe, dachte ich mir, komm, mache ich sie nur auf den Hals ein bisschen, so ganz zum Schluss, damit die ja nicht so lange auf meinem Gesicht ist. Eieiei. Naja, weiter geht's. So, ich habe jetzt gerade einen Fehler gemacht. Ich habe mit einem guten Nix-Pinsel gemalt. Aber ich muss ja eigentlich mit den Produkten malen, die dabei waren. Und zwar mit diesem wunderbaren Pinsel, der in dieser Verpackung war. Ich will damit eigentlich nicht malen. Aber okay, okay. Um euch hier mal zu zeigen, auch gute Pinsel sind wichtig. Benutze ich jetzt mal diesen wunderbaren Pinsel hier. Wow. Oh Scheiße, ich raste mit diesem Pinsel gerade aus, ne? Vielleicht nehme ich doch wieder den anderen. Aber das wäre eigentlich geschummelt. Ich habe jetzt gerade ein bisschen schon den guten Pinsel genommen. Wo das relativ, ich meine, die Farbe ist halt scheiße und viel zu leicht. Aber immerhin ist es einigermaßen gleichmäßig geworden mit dem Pinsel. Und mit dem hier, was ist das? Das ist kein Pinsel, das sind einfach wahllos aneinander geklebte Haare irgendwie. Das ist unmöglich, das irgendwie flächendeckend vernünftig hinzukriegen. What the fuck? Das ist ja peinlich, ey, wenn das jemand sieht, dass ich so schminke. Gut, dass hier der Bildschirm geteilt ist und dass man sieht, dass ich das auf der anderen Seite gucken kann. Es dauert einfach 1 Million Jahre. Wieso packen die denn so einen Pinsel damit rein? Das ist doch unmöglich. Das, Mann, so ehrlich jetzt mal. So kann doch niemand sein Gesicht vernünftig schminken. Jeder, der sich irgendwie Karneval schminken möchte, möchte auch irgendwie mal sein Gesicht komplett voll malen. Gerade so Sachen wie, was weiß ich nicht, Hündchenklauen oder keine Ahnung, irgendwas für Kinder. Wenn man sich das Ding jetzt so als Starter verkauft, ey, ist man ganz schön am Arsch. Schön, dass du weißt, ne, Tom? Vor allem mein ganzes Gesicht spannt schon. Oh mein Gott, es ist jetzt schon ultra bröselig. Das kann doch nicht sein. Ah, mein Gesicht ist total hart. Ah, ich habe das Zeug schon in den Haaren. Und das bröckelt jetzt schon. Das ist doch. Ich hab keinen Bock mehr. Es fuckt mich ab. Mein Pinsel ist weg. Ich glaube, der ist da runtergerollt. Ich nehme wieder einen guten Pinsel, sonst raste ich ja aus, okay? Außerdem habe ich den eh gerade irgendwo dahin geschleudert. Der ist weg. Das ist zu viel hier für mich mit dem Pinsel. Und meine Lippen hat das mal überhaupt gar nicht übermalt. Also mit unseren Push-Up-Farben kann ich auf jeden Fall hier über die Lippen malen und das funktioniert eigentlich. Ah, okay, machen wir mal hier. Das ist rot. Zumindest kann ich das einigermaßen gut verteilen. Ich meine, die Farbe ist zwar trotzdem Müll, aber es wird schon mal besser verteilt. Seht ihr, einfach dadurch, dass da nicht überall so Streifchen dann sind. Die bilden sich zwar trotzdem wegen der Farbe, aber nicht so krass wie... Boah, das ist ja heftig. Mein ganzes Gesicht ist ja am Abbröckeln. Ich habe nichts gemacht. Boah. Ey, ich habe da noch nicht mal drüber gewischt oder so, ne? Ich habe hier nicht diesen Wischtest gemacht und das ist jetzt schon so krass, einfach nur, weil ich so gemacht habe und geredet habe. Krass. Richtig, richtig krass. Zumindest ist es jetzt einigermaßen gleichmäßig aufgetragen. Das Problem ist, wenn die jetzt trocknet, wird die wahrscheinlich so bröckeln wie hier oben, weil hier oben ging es ja auch erst. Und dann habe ich mich ein bisschen bewegt und geredet und dann ging es los mit dem Runterbröckeln. Also es ist, ich versuche das auch immer so richtig schön cremig zu rühren. Gut, erst denkt man immer, hey, das geht doch sogar. Ist doch gar nicht so schlimm. Und dann fängt es gleich an zu bröckeln. Ich meine, das ist halt schon das Problem, dass man es einfach nicht gerade hinkriegt, dass das so richtig schön durchgängig ist, sondern es ist immer ein bisschen fleckig. Vielleicht kann ich das ein bisschen retten, indem ich hier noch so drüber gehe. Ich versuche da jetzt noch ein bisschen rüber zu gehen. Vielleicht bringt das was. Vielleicht bringt das was. Ich habe das Gefühl, das macht alles nur schlimmer. Egal, weiter geht's, so. Alles klar, so, jetzt kommen die Zähne.
Ich werde mich jetzt versuchen anzustrengen, dass ich das wirklich so hinkriege. Ich versuche den jetzt auch mal ein bisschen dünner vorne zu machen. Das ist auch wieder ein bisschen gescheatet, aber ich versuche ja irgendwie das Beste aus diesen Farben hier rauszuholen. Ne? Wir wollen die nicht extra schlechter machen, sondern ich versuche die echt so gut wie möglich zu benutzen hier. Deswegen forme ich den jetzt, versuche ich den einfach jetzt ein bisschen spitzer vorne zu formen. Mit dem Anspitzer funktioniert es nicht, weil dann zermatscht er einfach. Das habe ich schon bei dem Gelben versucht. Der ist jetzt zerstört. Boah, die sind so hart, die Farben lassen sich nicht ineinander mischen, ne? Das ist unfassbar, die gehen nicht ineinander gemischt. Und sie bröckeln einfach direkt ab. Das ist echt wie dieses Faber-Castell-Trauma, von dem ich geredet habe im letzten Video, dass ich als Kind zu Hause die guten Faber-Castell-Stifte hatte und im Kindergarten damit so Scheißstiften malen musste oder wenn ich irgendwo bei Freunden war. Das versaut einem so den Spaß, wirklich. Boah, ich krieg zu viel hier, wirklich. Und so kleine Linien sind unmöglich. Never ever kriege ich kleine Linien damit hin. Und da ist er abgebrochen, der Stift. Ganz toll. Mhm. Ich sag euch, das ist hier nicht feierlich. Das ist nicht feierlich hier. Ist schon wieder abgebrochen, Mann. Vor allem der Schmilz. Ich merke schon, wie der hier hinten schmilzt einfach. Och, come on. Hol das Beste raus, das Beste. Ja, es tut mir leid, aber ich krieg's nicht besser hin. So, ich habe jetzt einfach mal die Lippen komplett schwarz überdeckt, damit man das nicht so sehr durchscheinen sieht mit den Lippen. Aber wie ihr seht, es ist einfach zum Verzweifeln, weil diese Farbe einfach hier überall am Bröckeln ist. Überall bröckelt die einfach weg. Man kann mit den Stiften hier absolut keine dünnen Linien zeichnen. Und die Farben lassen sich auch nicht ineinander mischen, so dass es irgendwie ein schönes Grau wird oder so. Vor allem, weil das hier, sobald man nochmal mit dem Stift da drüber geht, einfach sofort wegbröckelt. Das ist doch scheiße. Und auch hier unten, wo ich ja eigentlich versucht habe, einigermaßen mit dem guten Pinsel zumindest, das einigermaßen gleichmäßig ziehen zu kriegen, auch hier ist es jetzt, weil die Farbe einfach so bröckelig ist, ist es hier jetzt komplett schon wieder versaut. Und meine Hände und alles ist einfach voll. Ich habe überall diese kleinen Krümelchen. Das Problem ist einfach, es verschmiert schon die ganze Zeit. Oh, oh Mann, selbst wenn ich versuche, da jetzt nochmal so drüber zu gehen und die ein bisschen dünner zu machen, dann ist das Problem, dass die einfach verschmieren. Entweder verschmieren sie oder sie verbröckeln. Und ich habe ja noch nicht hier irgendwie drüber geschmiert. Und ich bin gerade mal beim Schminken. Ich bin noch nicht auf der Party. Also, ja, was soll ich sagen dazu? Ist absolut, nee, ich krieg hier zu viel. Also es hat natürlich auch immer was damit zu tun, inwiefern man künstlerisch und kreativ begabt ist, so einen Look zu schminken. Aber wie ihr seht, es hat auch verdammt viel mit guten Materialien zu tun. Es ist sogar wichtig, dass man kleinen oder jüngeren Kindern schon gute Materialien zur Verfügung stellt. Natürlich kann man dann immer sagen, jo, das Kind ist so klein, da lohnen die guten Farben nicht. Doch, ich kann euch sagen, es lohnt sich, weil dadurch kriegt das Kind einfach viel mehr Bock zu malen. Weil wenn man anfängt, und das bezieht sich nicht nur auf Bodypainting-Farben, sondern wahrscheinlich auch auf etliche andere Hobbys, wenn man mit nicht guten Materialien anfängt, irgendwas zu machen, dann entwickelt man, glaube ich, nicht so viel Spaß an der Sache, wie wenn man direkt mit guten Materialien dran geht. Ich meine, da kriegt man auch gerade, wenn man jünger ist, zu viel und denkt sich am Anfang schon direkt, oh, ich kann das eh nicht, und dann hat man keinen Bock mehr. Obwohl man vielleicht echt gut in etwas wäre, was man aber nicht rauskriegt, weil man schon gar keine Lust hat, weiterzumachen oder weiterzuüben, weil man einfach das Gefühl hat, man kriegt das eh nicht hin. Das liegt nur daran, dass man da mit blöden Materialien gearbeitet hat. Also da bin ich echt froh, dass meine Eltern damals immer geguckt haben, dass ich zumindest gute Scheren zum Basteln hatte und halt auch gute Stifte und gute Pinsel. Also ich muss sagen, mich hat es schon gefördert. Immerhin verdiene ich jetzt mit Malen mein Geld. Also mir hat es auf jeden Fall deutlich Spaß gebracht, dadurch, dass ich gute Materialien hatte. Und wenn ich angefangen hätte, solche Farben hier zu nehmen, ne, für Bodypainting, ich glaube, ich wäre ausgerastet, ehrlich. Ja, hey, jetzt machen wir unten mal die wunderbare Fettschminke. Ich mache mal einmal die Kette ab, weil eventuell stört die auch so ein bisschen. So, und jetzt mache ich die wunderbare Fettschminke drauf, gegen die ich allergisch reagiert habe. Wow, ganz, ganz schlaue Idee, das zu tun. Aber hey, kriegen wir schon hin.
Eieiei, die ist wieder so richtig schön schmierig. Ach du je, nein, nein, das von mir schmiert sich ja jetzt mit den anderen Farben. Oh nein, ich versuche damit zu arbeiten. Das wird schon, das wird schon. Ich merke schon wieder dieses Schmiergefühl, ne? Oh, ich hasse diese Farbe. Aber die deckt wenigstens. Immerhin deckt sie. Yeah, sie krümelt wenigstens nicht. Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde, krümelnd oder fettig. Man weiß es nicht. Eieieiei. Also bei Karnevalsfarbe kriege ich ja echt zu viel, ne? Wirklich, ich kriege hier richtig zu viel. Aber versuche jetzt hier noch so ein paar Details reinzubringen. Oh, das geht ja gar nicht. Ist das deren Ernst? Ich kann halt mit den Stiften jetzt gar nicht mehr über diese Fettschminke. Ich wollte hier rot machen. Das funktioniert nicht. Och, seht ihr? Ich kann das einfach nicht. Ich kann da einfach nicht rübermalen. Es geht nicht. Hätte ich jetzt mein Gesicht mit der Fettschminke komplett geschminkt, wäre es gar nicht möglich gewesen, dass ich das Schwarz alles da drauf gemalt habe. Das heißt also schon mal sehr gut, dass ich die andere Farbe genommen habe. Sonst hätte ich mich direkt wieder abschminken können. Beziehungsweise man hätte gar nichts gesehen. Ich gucke gerade die ganze Zeit, ob ich nicht irgendwie das noch verbessern kann oder retten kann. Aber einfach nein. Einfach nein. Meine Hände, alles ist voll geschmiert. Okay, ich bin, glaube ich, fertig. Ich bin nicht begeistert. Ich fühle mich richtig hässlich. Und wir müssen ja davon ausgehen, dass ich ja quasi gerade mich erst geschminkt habe. Und es sieht jetzt schon aus wie 3 Tage Party gemacht. Also so würde ich sowas von nirgendwo hingehen, ne? Das ist doch schrecklich. Und ich habe mich echt versucht anzustrengen, mit den Stiften dünne Linien hinzukriegen. Ihr müsst euch mal angucken, dieses Ding ist einfach so dick und ich habe schon versucht, da echt dünne Linien rauszumachen und das vorne spitzer zu machen, aber das funktioniert einfach nicht. Boah, hier bröckelt einfach komplett alles weg. Mit dem kleinen Pinsel noch schlimmer, aber selbst mit dem anderen hat das nicht gut funktioniert. Und hier unten mit der Fettschminke, von der wollen wir gar nicht erst anfangen. Man kann über Fettschminke einfach keine andere Farbe mehr machen. Das ist halt echt, echt nicht cool. Ja, ich halte jetzt noch mal still, so um den Vergleich genau abzufilmen. Ja! Was soll ich als anschließendes Fazit sagen? Da fällt mir mal wieder nichts so ein. Ich habe das gekriegt, was ich gekauft habe. Müll, genauso sieht es aus. Boah, ich krieg so viel hier. Ah. Ja, aber ihr seht daran, an diesem wunderbaren Test hier, Qualität der Materialien ist alles. Wie schon gesagt, wirklich, seht zu, dass ihr mit guten Materialien arbeitet. Und wie gesagt, das bezieht sich auch nicht nur auf Bodypainting-Farben oder Stifte, wie gerade schon erwähnt, sondern auch auf alle anderen Hobbys. Gute Materialien sind verdammt wichtig, um vernünftig zu arbeiten. Es macht einfach viel mehr Spaß, man hat viel bessere Ergebnisse und oftmals ist der Preis minimal teurer oder sogar gleichwertig. Es gibt sogar Beispiele, da sind Preise günstiger, obwohl die Qualität besser ist. Das muss man ja auch noch immer dazu sagen. Qualitativ besser heißt nicht immer unbedingt teurer, sondern man muss einfach darauf achten, was man kauft. Ja, und ich kann euch sagen, diese Karnevalsschminke aus den Drogeriemärkten, ja, kauft sie nicht. Das ist eine Warnung. Ich habe mir den Kram ins Gesicht geschmiert. Ich will auch nicht wissen, wie gleich mein Hals wieder an der Stelle bei der Fettschminke aussieht. Ob ich da wieder so schönen leichten Ausschlag kriege. Hey, wunderbar. Ja, es war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Für mich persönlich auf jeden Fall. Und ich hoffe natürlich auch für euch, dass ihr einmal nochmal so diesen geschminkten Unterschied seht. Denn der ist ja doch sehr, sehr deutlich, leider. Ich wusste, dass es mies wird, aber so gerade diese kleinen Details und so, oh, das tut mir in der Seele weh, weil ich weiß ja einfach, dass ich viel besser kann, wenn ich vernünftige Materialien dazu nutzen kann. Und das ist halt total deprimierend, wenn man weiß, es geht besser mit guten Materialien, aber die gerade nicht hat. Deswegen, ich kann es nicht oft genug sagen, seht zu, dass ihr gute Materialien benutzt, egal in welchem Bereich. Und jetzt kommen wir zur nächsten witzigen Erfahrung, und zwar zu diesem Kind. Ich werde mich wie dieses Kind schminken. Yay! Oh Gott, das sieht so schlimm aus. Wie heißt es? Wir nennen es mal Kevin Pascal. Ja, ich finde, das ist ein guter Name, der passt. Ich werde mich auf
Push-Art-Style mal genauso schminken wie dieses Kind. Kennt ihr diese Draw This in My Style-Challenge bei Instagram, wo dann ein Künstler etwas vorgibt und andere Künstler malen das dann so in ihrem Stil? Also es muss halt immer noch so das gleiche Thema sein, aber es wird dann in dem eigenen Stil umgesetzt. Und das werde ich mal bei Kevin Pascal jetzt versuchen. Ja, und dann mal gucken, wie das wird. Wie kann man nur schwarz die Lippen umkreisen und das dann in der Mitte gelb machen? Das ist doch... Ja, ich werde mal gucken, wie das wird. So, aber noch ganz kurz vorher den Wischtest. Und zwar, yay, wenn man jetzt sich schön übers Gesicht geht, so bei einer Party irgendwie, gucken wir mal, wie das hält. Oh, wow, das hält ja richtig gut. Vor allem, ich gehe echt leicht hier drüber. Ihr seht, mein Gesicht bewegt sich nicht großartig viel. Es ist doch so lächerlich. Ich war noch nicht bei der Fettschminke, okay? Also, so, ich gehe auch noch mal mit der sauberen Hand hier drüber. Es ist halt direkt so richtig schön voll. Jetzt gehe ich hier einmal schön den Hals entlang und der wird am allerschlimmsten. Also es ist doch echt nicht feierlich, wirklich. Das Weiß ist einfach komplett weg. Also damit kann man nicht einen ganzen Tag auf einer Convention rumlaufen oder eine Party feiern. Das ist doch unmöglich, jetzt mal ehrlich. Auch gerade Kinder, finde ich, kannst du damit nicht schminken. Denn vor allem die packen sich ja andauernd ins Gesicht, krapschen alles an. Also gerade die sollte man mit qualitativ sehr guten Farben anmalen. Allein schon aus dem Grund, dass qualitativ gute Farben keinen Ausschlag oder sonstiges auslösen. Ihr seht selber, ihr könnt den Test natürlich auch selber zu Hause gerne machen. Ich hoffe, dem einen oder anderen kann ich das sogar ersparen. Wow! Ein Hoch auf die Macher der Farben dieses Kindes. Hey! Ja, und genau zu dem kommen wir jetzt. Okay, los geht's mit diesem Mund. Ich habe so gelacht wie das Kind. Warte, ich will nochmal wieder das Kind lachen. Ich muss so lachen wie... Das ist ja, das Kind doch auch. Es guckt so. Ja, ich war das Richtige, tut mir leid. Ich wollte aber die ganze Zeit diesen Mund malen. Okay, jetzt ist richtig. Ich habe mir Mühe gegeben, aber ich kann auch aus Scheiße kein Gold machen. Das ist einfach nur Müll. Ich meine, oh mein Gott, da ist schon einer abgefallen. Ja, also ich habe mir Mühe gegeben, aus Kevin Pascal einigermaßen was zu machen, aber ja, es ist jetzt auch nicht der Burner. Ich meine, gelbe Lippen mit einer schwarzen Umrandung sind einfach... Was soll man dazu sagen? Oh mein Gott, das ist so eine Erleichterung, sich mit unseren wunderbaren Push-Art-Farben geschminkt zu haben. Absolut gar kein Vergleich zu den anderen. Ich meine, ihr habt es ja jetzt gesehen. Ja, würde sagen, es ist nur ein minimaler Unterschied.
eventuell ein bisschen. Und ich muss sagen, es hat auch viel mehr Spaß gemacht. Zumal ich war auch viel schneller, war einfach mal doppelt so schnell mit diesem Painting hier fertig als mit dem anderen. Weil ich mich bei dem anderen die ganze Zeit aufgeregt habe und es generell einfach viel länger gedauert hat, weil die Farben mir einfach nicht halten. Und hier ist es einfach so schön. Ich kann mir ins Gesicht fassen und nichts verschmiert. Wunderbar. Ja, meine lieben Puschels, ich hoffe, euch hat das Video gefallen in diesem Schmink-Selbst-Test-Vergleich zwischen unserem wunderbaren Puschel-Bunny-Painting-Farben und dem Grauen. Und zum Schluss, dass ich mich nochmal so als Kevin Pascal in Push-Art-Version geschminkt habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man kann aus jedem Blödsinn mit guten Farben und ein wenig Kreativität sehr coole Looks machen. Okay, bis auf die Ballons. Das waren jetzt unsere Push-Art Bunny Painting Farben im Vergleich zu Karnevals Drogeriemarkt Schminke, wo natürlich fast klar war, dass die nicht so gut im Schnitt sein werden, da die einfach, auch wenn es auf der Packung steht, nicht gerade für qualitative Arbeiten ist. Aber wir werden uns in den nächsten Testreihen eine Stufe höher begeben und zwar uns mit verschiedenen Body Painting Farben beschäftigen. Und da werde ich euch unsere Push-Art Body Painting Farben mal im Vergleich zu Eulenspiegel, Krylar, Farbstark, Chamäleon, alle möglichen Farben, die es gibt. Ich habe ja schon etliches ausgetestet, bis ich zu dieser wunderbaren Farbe hier gekommen bin. Und kann euch da natürlich etliches zu erzählen. Ganz viele Geschichten, believe me. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, da gibt es auch extremst viele Unterschiede. Natürlich sind die alle besser schon mal als die Karnevalsschminke. Ich meine, viel schlechter als Karnevalsschminke kann echt gar nichts mehr sein. Aber selbst bei Body Painting Farben gibt es extreme Unterschiede. Und ich könnte euch jetzt natürlich sagen, wow, schaut bei den Painting Farben, das ist hier meine Farbe und ich habe alles Mögliche schon ausgetestet. Und selbst Weltmeister haben schon mit genau diesen Farben hier gewonnen. Von daher kann ich euch versichern, Push-Art Bunny Painting Farbe ist tatsächlich Weltmeister-Qualität. Und die Firma Superstar gibt es auch schon seit über 40 Jahren und die haben verdammt Ahnung von dem, was sie tun. Aber das sind alles nur Sachen, die ich euch so sagen kann. Aber wir wollen hier Beweise sehen und zwar Videobeweise. Deswegen wird es auf jeden Fall nochmal ein Bodypainting-Farben-Testvergleich, wo ich euch dann etwas bessere Farben vorstelle und da halt auch die Vor- und Nachteile im Testvergleich. Ich hoffe natürlich, das interessiert euch auch. Das wird wahrscheinlich eher was für die Leute, die wirklich aktiv Bodypainting machen und schminken. Aber vorher wird es noch ein paar andere Videos geben und zwar wird in den nächsten Tagen ein Video über unseren Streamraum kommen, denn wir wollen jetzt wieder aktiv auf Twitch streamen. Das heißt, ganz viel Livestreams, Live-Body-Paintings, Live-Zocken, das wird super geil. Und dann gibt es drei neue Push-Art-Body-Painting-Töne, die werden wir euch auch noch vorstellen. Da haben wir ein ganz, ganz geiles Projekt gemacht. Das wird jetzt in den nächsten Tagen kommen, also seid auf jeden Fall gespannt. Bleibt dran. Ja, ihr kennt den Kram, Glocke aktivieren, damit ihr mitkriegt, dass unsere Videos auch online gehen, sonst verpasst ihr das alles und das wäre zu schade. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und tschüss. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.